Die neue Mühle von Malkönig ist endlich da. Diese kleine, leise und stylische Mühle, die X54 Home, ist der perfekte Allrounder für zu Hause. Wir haben sie in den letzten Wochen ausgiebig getestet und stellen euch heute die X54 Home vor. Hi und herzlich willkommen auf dem Coffee Circle YouTube-Kanal. Auf diesem Kanal findet ihr alles rund um das Thema Kaffee. Optisch finde ich die Mühle wirklich ansprechend, in minimalistischen Mattschwarz gehalten und auch die Verarbeitung fühlt sich wirklich hochwertig an. An der Vorderseite findet ihr einmal das LED, ein Drehregler für 4 Einstellungen, die ihr vornehmen könnt und speichern könnt, den Start-Stopp-Knopf. Dann gibt es einen Aufsatz für die Malkönig, einmal diesen Siebträgeraufsatz, den ihr einmal hier mit einem Klick entfernen könnt. Außerdem ist auch ein Aluminium-Auffangbecher mit dabei, den ihr hier zum Malen verwenden könnt. Ein nettes Feature ist auch, dass wir hier unten einmal ein magnetisches Plastikteil haben, das hier einmal andockt. Dann haben wir auf der rechten Seite auch den stufenlosen Drehregler mit den Stufen 1 bis 35 und auf der Oberseite einmal einen Plastik-Kaffeebehälter, der aber auch wirklich sehr gut verarbeitet ist. Malkönig gibt auch an, dass diese Mühle ultra leise sein soll. Wir finden jetzt nicht, dass sie ultra leise ist, sie ist aber auch nicht sonderlich laut. Außerdem soll die Mühle eine Lebensdauer von 25.000 Bezügen haben. Beginnen wir mit Espresso. Für Espresso benötigt ihr einen sehr feinen Mahlgrad. Malkönig empfiehlt hier die Stufen 1 bis 5. Um die Mühle zu bedienen, könnt ihr einfach euren Siebträger hier ranhalten und schon malt die Mühle automatisch los. Das heißt, ihr müsst für die Espresso-Einstellung nicht den Start-Stopp-Knopf drücken. Das Mahlergebnis ist auf jeden Fall zufriedenstellend. Die Mühle malt sehr homogen und gleichmäßig und das Kaffeepulver, was herauskommt, ist wirklich super. Für meinen Espresso-Test habe ich auch meinen Kollegen Romain hinzugezogen. Der ist bei uns Barista im Berlin Wedding Café. Interessant fand ich auch, dass als ich ihn beobachtet habe, wie er die Mühle verwendet hat, dass er sofort die Mühle bedienen konnte. Sie ist also sehr intuitiv und einfach zu bedienen. Man findet sich sofort zurecht. Es gibt nicht viele Einstellungen und die Einstellungen, die sie hat, sind wirklich leicht zu verstehen. In unserem Test hatten wir den Rungetto als Espresso und der hat sich als ein wenig hartnäckig erwiesen. Auf der feinsten Mahlstufe der Nummer 1 war er immer noch etwas zu grob gemacht. Das heißt, der Espresso lief bei uns 2 bis 3 Sekunden zu schnell durch. Wohingegen der Cerrado sehr einfach und ergiebig war. Auf Stufe 1 lief er zu langsam, sodass Romain einfach den Mahlgrad etwas gröber gestellt hat, und zwar auf Stufe 3. Und schon hatten wir einen perfekten Espresso. Das heißt, es hängt wohl auch stark vom Espresso ab, wie schnell ihr ihn eingestellt bekommt. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass wenn ihr Espresso wirklich sehr, sehr ernst nehmt, dass diese Mühle vielleicht nicht ganz so gut geeignet ist. Das liegt einfach daran, dass der Drehregler nicht so akkurat einzustellen ist. Das heißt, wenn ihr Dial-In vornehmt oder auch verschiedene Rezepte gerne probiert, könnte es etwas schwierig mit diesen Drehregler werden. Alles in allem ist aber für den Heimbarista diese Mühle wirklich sehr gut geeignet und das ist wirklich auch Meckern auf hohem Niveau. Für 18 Gramm Espresso hat die Mühle 20 Sekunden plus 10 benötigt. Das heißt, bei 20 Sekunden war der Großteil gemahlen, doch die letzten 10 Sekunden kam immer leichtes Pulver nochmal nach. Und dieses Pulver war auch notwendig, um die gewünschte Grammzahl zu erreichen. Für Filterkaffee wie zum Beispiel den V60, dem Kalita Wave oder auch den Fellow Stack X, den ich hier oben getestet habe, benötigen wir einen etwas groberen Mahlgrad. Malkönig empfiehlt hier die Stufen 15 bis 25. In unserem Test waren die Stufen 15 bis 20 auf jeden Fall zu fein. Das heißt, der Kaffee lief deutlich zu langsam durch, teilweise 4,5 bis 5,5 Minuten. Das heißt, für Filterkaffee empfehlen wir eher die Stufen 20 bis 25. Die Stufen 15 bis 20 eignen sich aber sehr gut, wie zum Beispiel für die Aeropress. Auch hier war das Mahlergebnis wirklich sehr zufriedenstellend. Ein Tutorial für die Aeropress findet ihr hier. Für 16 Gramm Kaffee auf Stufe 15 benötigt die Malkönig genau 16 Sekunden. Sie malt also 1 Gramm pro Sekunde. Genauso war es auf Stufe 20 für Filterkaffee. Dort hat die Mühle für 18 Gramm genau 18 Sekunden benötigt. Für Zubereitungsmethoden, wo wir einen wirklich groben Mahlgrad benötigen, leistet die Malkönig auch einen sehr, sehr guten Job. Solche Brühmethoden sind zum Beispiel die French Press oder auch ein Cold Brew. Unser Rezept für die French Press ist 65 Gramm auf 1 Liter Wasser. Für 65 Gramm Kaffee hat die Mühle auf Stufe 30 genau 30 Sekunden gebraucht. Sie hat also somit geschafft, 2 Gramm pro Sekunde zu mahlen. Bei einem groben Mahlgrad ist auch häufig das Problem, dass feine Partikel entstehen. Bei der X54 war das auf jeden Fall kein großes Problem. Es waren klar kleine Partikel immer mit bei, da das Mahlwerk natürlich auch einen großen Abstand lässt, damit der Kaffee grob gemahlen wird, aber das Ergebnis war dennoch relativ homogen und gleichmäßig.
Wie bei vielen anderen Allround-Produkten ist ein Riesenvorteil bei der Mahlkönig natürlich, dass sie für alle Brühmethoden geeignet ist. Dennoch hat man das Problem, dass wenn man sehr fein mahlen möchte, wie zum Beispiel für Espresso, man nicht ganz so präzise und akkurat den Drehregler einstellen kann. Wenn du also wirklich nur Espresso zu Hause zubereitest, dann empfehlen wir eher eine Espresso-Mühle, wie zum Beispiel eine von Eureka oder auch eine von Baratza. Die Links dazu findest du in der Infobox. Ein weiterer kleiner Nachteil ist der Auffangbecher. Er hätte etwas länger sein können. Das heißt, dass wenn du den Kaffee mahlst und ihn einfach abstellst, dass der Kaffee dir so ein wenig hier durch die Gegend fliegt. Und die Statik macht auch der Mühle etwas zu schaffen, besonders bei einem groben Mahlgrad. Das heißt, die beste Lösung ist eigentlich, deinen Behälter direkt an den Ausgang zu halten, damit keine Partikel durch die Gegend fliegen. Dann ist für mich auch ein kleiner Nachteil der stufenlose Drehregler. Denn ja, man kann ihn nicht so ganz perfekt einstellen, was aber absolut in Ordnung ist für dieses Preissegment. Er ist aber leider auch nicht so gut verarbeitet wie der Rest der Mühle. Versteht mich nicht falsch, also er ist nicht schlecht verarbeitet. Ich wünschte, Mahlkönig hätte dem Drehregler noch ein wenig mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Man sieht, dass das Plastikteil hier so ein wenig locker sitzt. Aber alles in allem ist das in diesem Preissegment auch in Ordnung. Und zuletzt fand ich das Abnehmen des Bohnenbehälters etwas schwierig. Das ist ein weiterer Grund, weshalb wir nicht empfehlen, einen ganzen Kaffeebeutel hier reinzukippen. Denn wenn du zum Beispiel den Kaffee wieder herausnehmen möchtest, kannst du das zwar einfach machen, indem du hier einmal diese Metallschiene ziehst. Das Problem ist aber, dass hier am Ende relativ viel Kaffee noch zwischen Mahlwerk und Behälter stecken bleiben. Das heißt, du kannst sie entweder mit den Fingern rausfischen, was eine große, nervige Angelegenheit ist, da der Kaffee hier dann an der Seite rausfällt. Und Kaffee bleibt natürlich auch immer im Mahlwerk noch stecken. Das bedeutet, dass du immer ein wenig Abfall produzierst, wenn du den Bohnenbehälter abnimmst oder den Kaffee wechseln möchtest oder den Kaffee hier rausnehmen möchtest. Und im Schnitt waren das gute 8 Gramm. Also nochmal zur Erinnerung, immer wenn du Kaffee mit der X54 mahlen möchtest oder auch mit vielen anderen Mühlen, empfehlen wir, den Kaffee vorher zu wiegen, einmal zu mahlen und den Bohnenbehälter leer zu lassen. Für den semi-professionellen Bereich oder auch für Leute, die wirklich viel Kaffee am Tag mahlen, ist es okay, den Bohnenbehälter zu füllen. Aber wenn du wirklich immer nur einzelne Kaffees oder Espressos machst, würden wir empfehlen, immer die Menge abzuwiegen. Wer eine Espressomaschine oder gar nur Filterkaffee zu Hause zubereitet, wird mit der X54 Home auf jeden Fall zufrieden sein. Von uns kriegt er eine klare Kaufempfehlung. Die solide Verarbeitung, der minimalistische Look und natürlich das super Mahlergebnis sprechen für sich. Preislich liegt die Mahlkönig X54 Home bei 499 € und ich verlinke euch sie gerne in der Infobox. Außerdem verlinke ich auch alle weiteren Produkte, die wir in diesem Video verwendet haben. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst und den Kanal abonniert, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.